Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich als Informatiker vielleicht ein sehr natürliches Verständnis für das Summenzeichen aufbauen kann. Und ohne um den heißen Brei rumzureden, wir fangen direkt an. Das Summenzeichen kann man im Grunde lesen wie so eine Schleife in der Programmierung. Ich finde ja diese Vorschleifen immer sehr angenehm, passend darauf zu mappen. Wir haben nämlich genauso wie in der Vorschleife hier unseren Startpunkt. Die können wir mal verbinden. Und wir haben genauso wie in unserer Vorschleife unseren Endpunkt. Können wir mal verbinden. Und dann kann man innerhalb der Schleife irgendwas machen und genauso kann man auch innerhalb von hier irgendwas machen. Dieses I++ von der Schleife ist jetzt hier im Summenzeichen impliziert. Wobei die Tatsache, dass hier ein Plus steht und das Summenzeichen ja auch irgendwo Plus ist, hat nichts miteinander zu tun. Weil es gibt ja zum Beispiel auch das Pi, das große Pi, was dann eine Multiplikation bedeuten soll, was aber im Grunde genauso funktioniert, wenn man das jetzt so schreibt. Da ist auch das I sich immer erhöht, impliziert schon mit drin. So, brauchen wir aber nicht mehr. Außerdem ist noch zu beachten, dass diese Abbruchbedingung hier jetzt hier ja nur so geschrieben ist, kann aber im Grunde auch noch anders dargestellt werden. Also, wenn ich jetzt hier nichts weiteres schreibe, außer, also wenn ich hier nur 5 schreibe, dann wissen wir ja, okay, das bezieht sich meistens auf das i, aber ich könnte auch zum Beispiel sagen, bis k gleich 5 ist oder sowas. Und dann würde ich irgendwo hier irgendwo k hochzählen lassen oder irgendwas mit k machen. Und dann würde es genauso immer summieren und i immer hochzählen. Nur dass die Abbruchbedingung nichts mehr mit i zu tun hat. Genauso wie ich diesen Block hier oben beliebig verändern kann in der Programmierung. Also hat schon verdammt viel gemeinsam. Oh, da war zu viel weg. So, und jetzt wird es aber in der Mathematik meistens abstrakter geschrieben. Das sieht dann ungefähr so aus. So, und auch hier wird wieder hier was gemacht und hier wird wieder hier was gemacht. Was jetzt das Besondere ist, jetzt läuft es bis n. Jetzt ist die Frage, wie ist n angegeben? Natürlich in der Mathematik ist das immer sowas wie n ist jetzt ein Element von den natürlichen Zahlen. Das heißt, es ist nicht direkt festgelegt. Aber genauso kann man das hier in der Programmierung eben auch machen. Man kann einfach sagen, i soll laufen bis n. Und das ist genauso. Wird halt in der Programmierung, muss es halt irgendwo tatsächlich festgelegt werden, weil es eben nicht so abstrakt ist. Aber technisch funktioniert es genauso. Dann an dieser Stelle nochmal Vorsicht, wobei man tatsächlich darauf achten muss dann, wo es wieder auseinanderläuft. In der Programmierung kann ich natürlich hier irgendwas hinschreiben. Und das kann auch völlig unabhängig voneinander sein. Es wird einfach nur wiederholt. An dieser Stelle muss einem natürlich klar sein, okay, das wird hier summarisch, also in Summe, immer aufaddiert, kumuliert, könnte man auch sagen. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied zwischen dem Programmieren und der Sache mit der Summe, aber es geht ja hauptsächlich einfach nur hier um diese Lesung, was dabei passiert. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hier ein Summenzeichen sehen, in dieser Form, dann wissen wir, das ist genau dasselbe wie for int i. Ah, und schon der Fehler. Nochmal. For int k gleich 3, solange k kleiner gleich p ist. Und das ist genau das, wie man das hier zu lesen hat. Ja, und das war's auch schon. Wem es hilft, der kann es sich merken. Wem nicht, der kann es direkt wieder vergessen. Der braucht es nämlich dann nicht.